Heilung und so, ne? Oh. Heilung und Alkohol. Ich kann hier sitzen. Du hast ein Sitzen? Du kannst dich hier, du kannst dich auf die Sofa setzen. Okay. Mhm. Kaffee. Kaffee. Heilung ist doch okay. Pillen, Pillen. Scheiß auf Kaffee. Ja, Pillen und Kaffee. Ich glaube, der Charakter kann die nächsten Tage nicht mehr pennen. Geht dir das? Medizin, ja. Ein Zeichen unseres Endbosses. Was? Wo? Oh. Ja, Fußboden. Wir müssen den Fußboden verfolgen. Wir müssen den Kevin da gerade hingehen lassen. Ja, wir sind jetzt gerade beim Endboss. Wir müssen Kev wieder ran. Was ist die Zeichnung? Ey, Kev, da ist ihr. Wir können hier schlafen. Ja, ich glaube, da spurt man, wenn man stirbt als Altenplayer. Spurt man da. Ey, Kev, du musst da hin. Die wartet auf dich. Wer wartet auf mich? Hier vorne, ganz hinten an der Seite. Also ich muss schon sagen, das ist ein ziemlich übertriebenes Wohnzimmer. Ja, ich weiß. So, ich bleib jetzt mal hier stehen. Ich hatte zu... Kevin, folge den Fußspuren. Okay. Was meint ihr, ist besser für einen Bosskampf, die Kettensäge oder die Steinschusspistole? Das, das komische Mädel, was da rumsitzt? Ja, am besten Pfeile. Also einen Nahangriff würde ich dir nicht geraten. Also schneller down, was dann ist. Was? Also ich muss dann doch die Pistole. Ja, ich rüste mal die Knarre aus. Und mein Leben. Ich gebe mal aus. Also auf eine andere Dings ist es auch mal ganz, ganz witzig. Kann ich dir nicht jetzt schon mal einen Pfeil im Kopf rammen? Geht das? Nee, soll ich das mal versuchen? Nein, geht das nicht. Hab ich auch schon mal versucht. Und wer ist das jetzt? Das ist Megan. Guck mal, mein Pfeil liegt da rum. Kann ich den wieder haben? Ich war vorher in dieser Maschine. Mensch, da hat der Kevin sich auch mal auf den Arsch gesetzt. Hast du das gesehen? Was zur Hölle? So. So, ihr macht das mal, ne? Los geht's. Mein Spiel hängt. Ja, jetzt kommt er auf. Ne, ernsthaft. Also, jetzt geht's wieder. Aua! Eieiei! Ist das angriffslustig, das Ding? Warum verfolgt die mich denn? Ist die denn doof? Was soll denn das? Treff ich überhaupt mit der Pistole, ey? Ich hab gerade einmal getroffen. Aua, fass mich in Ruhe. Der hat gebeten. Mhm. Auch hier war schön dran vorbei, ne? Ja, bevor sich satt gebärt. Ja. What the fuck, was ist das für ein Ding, ey? Ich glaube, ich hab da was hätten. Ja. Ich halt wieder hier. Ja! Tot? Ja. Das war schon? Sie aufheben. Kev aufheben. Wen aufheben? Das Mädchen. Was für ein Mädchen? Ging die jetzt? Den Überresten. Ging die jetzt so schnell? Ja. Ich hab sie auch abgeschossen. Kevin, du musst das Kind nehmen. Hier. Ach, hier unten. Vor das. Deiner Nase. Ja, genau das. Ich hab's jetzt nicht gesehen. So, und die jetzt kommt jetzt wieder in die Maschine wahrscheinlich, ja? Yep. Die musst du jetzt in die Maschine reinpacken. Okay. Das ging halt aber mit vier Leuten, ging das war jetzt flott. Ja. Hab ich gerade gemerkt, ey. So ein paar Schüsse waren das Ding weg. Hier will Pfeil und ich will Knarre. Das war irgendwie passend, ne? Aber ich hab praktisch meine ganze Muni daran verbraucht jetzt. Das ist alles leer jetzt. Drei, vier Kugeln oder so. Ich mach mal ein bisschen Licht hier.
Aber ich muss schon sagen, so für die ganzen Erzählungen vorher war das jetzt irgendwie schon so ein bisschen... Low. Ja. Ein Lowdown. So. Also sag mal so, ganz ehrlich, zu viert, also zu viert hätten sie das ruhig ein bisschen schwieriger so, machen. So, wo muss ich das jetzt hinbringen? Ja, dieses da in Ding. Das Kopf, wo du deinen Sohn eben rausgeholt hast. Okay. Also sind praktisch die, die die Kraftgebung für das... Aufheben. Oder nicht? Ja, kann ich gerade nicht. Jetzt. Hast du aufgehoben? Ja. Dann kann ich auch aufheben, gut. Mhm. Ist das die Karte für das Boot? Ja. Mhm. Geil, gut. So ein Artefakt. Dass wir jetzt fahren können oder gehen können von der Insel oder was? Also was ist jetzt mit Timmy? Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, laufen. Also können wir Timmy nicht retten, oder was? Ja, das werdet ihr gleich sehen. Okay. Also einfach jetzt trotzdem. Geduld. Einfach trotzdem jetzt gehen. Okay. Komm, Jungklo, und ich lasse ihn. Ja. Ich war gerade ein bisschen in Panik, weil ich dachte mir, hey, sag mal so. Ich habe gerade am Anfang gemeint und Timmy soll nicht. Ja, ich erkläre euch das gleich, was wir machen müssen, um Timmy zu retten und mich zu retten. So, wo seid ihr jetzt über uns lang? In den Gang. Den Gang habe ich gesehen. Aber wo? Dann, da ist beim Glas, ist da was mit Steinen. Hier, F. Wartet mal kurz, Mädels. Ja, bitte. Hier, hier, okay. Hier. Wir haben auch wieder den verwirrten Kev an Bord. Nee, ich habe den Weg jetzt nicht gefunden. Ja, verwirrter Kev. Seid ihr da? Willkommen. Wartet. Was? Was? Willkommen? Hä? Was? Ja. Ey! Mann, jetzt werde ich schon hier von verbrannten Maskenträgern hier irgendwie verkloppt. Du hast ja keine Masken mehr auf. Sieht aber so aus. Die hab ich ihr weggesprengt. Mit der Dingsflasche da. Mit der Bohme schon. Nee, sie hat sich selber weggesprengt, weil sie zu nah dran gegangen ist. So, seid ihr da, Jungs? Wir müssen tauchen. Gleich. So. Aber normalerweise warten doch die Männer immer auf die Frauen, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Na, ihr seid einfach zu vorschnell, die Frauen, die immer so sind. Wie sind denn Jungs so schnell? Ob das was Gutes bedeutet hat? Ist das ein langes Tauchen oder geht das? Keine Ahnung. Wegen der Flasche meine ich jetzt. Ja, Also wenn du eben eine vorgemacht hast, müsste reichen. Okay. Meine war halb voll. Meine ist drei Viertel voll, so ungefähr. Ja, das reicht. Drei Viertel oder halb reicht. Okay. So. Wollt ihr euch kurz an meiner Fackel aufwärmen? Nicht reinrennen. Bitte, Ebon, das ist so geil. Brauchen wir das Tauchgerät nochmal? Ich glaube im Moment nicht, ne. Muss man was trinken? Was essen? Kommen jetzt nochmal Gegner? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Boah, hier, die sehen aber auch gut aus. Die waren schon länger hier. Ja, das sind ja angenagt. Mal gucken. Da unten waren wir schon mal, oder? Wo das Licht da ist? War doch bestimmt irgendein Teil, was wir schon mal geholt haben. Kann sein. So.
So. Wer ist Engmark hier durch? Bitte nicht. Die Tür, einfach durch die Tür. Die Tür ist nicht mal aufgegangen, du bist einfach durchgelaufen. Oh. Ich wollte gerade sagen, das ist so, wie wir das Spiel gespielt haben, kopflos. Ja, nicht so kopflos, ne? Aber komm, aber dafür, dass wir kopflos gespielt haben, waren wir jetzt gar nicht mehr so schlecht, oder? Das stimmt wohl, ja. Also ja, den Endgegner haben wir auf jeden Fall besser gemacht, als den ganzen Rest, den wir vorher angestellt haben. Okay, wir hatten den ganzen Rest mehr Schwierigkeit als jetzt beim Endgegner. Ey, die Tür geht nicht mehr auf, ich habe keine Seele mehr. Hattest du noch nie? Ja, war eindeutig Käfer am Werk, gibst du. Alter, wie siehst du aus? Ja, jetzt hat er es auch gesehen. Das ist so geil, oder? Das ist so geil. Okay, ein bisschen schon, ich mal mitnehmen hier. Hat schon ein bisschen also, was von Comicbook, ne? Die machen das Ding gar nicht auf. Ah, geht doch. Ich kann nicht mehr tragen, Leuchtfackeln. Ah, geil. Ey! Vorsicht! Sorry, Hugo. Warum werde immer ich gehauen? Das ist doch Max. Schieß auf Schläge. Wo sind denn eigentlich die Leuchtfackeln nochmal? Ich will die wieder in diese Pistole reinpacken. So, ich warte mal auf euch, ne? Bis ich das Knöpfchen hier drücke. Denn hier? Oh, ich finde die schon wieder nicht in dem riesigen Rucksack, wo so viel. Ach, hier. Ja. Sowieso faszinierend, was wir alles so mitschleppen können, ne? Mit einem kleinen Rucksack. Markus, wo bleibst du denn? Hier, ja. Der Aufzug wartet doch nicht. Hier fehlt die Musik. Ein bisschen Aufzugsmusik, oder was? Kennt jemand das Spiel Max Payne? Jungs haben immer noch das Tauchergerät auf. Nur vom Namen her. So, jetzt habe ich es nicht mehr auf. Ja, warum hast du eine Maske auf, ne? Warum liegt hier Stroh? Hier liegt kein Stroh. Vergiss es. Ich war echt ein Screenshot von den Worten machen, das ist so geil. Ich hab in Sabrinas Kopf reingeschaut. Alter, Schneegebiet vom Feinsten hier. Mhm. Wolltest du noch Bäume fällen hier oben oder was ist los? Tja, wir brauchen ja noch 475. Stimmt, ja. Wir bauen hier einfach weiter. Ja, das musst du jetzt entscheiden, ob du noch weiter bauen willst oder nicht. Du wolltest ja eine Erklärung haben. Genau, und Yvonne macht jetzt hier den Erklärbär. Hier musst du schon auf die retten. Wenn du jetzt die Möglichkeit holst, musst du hier drücken. Was? Genau, also wenn du jetzt also hier drückst, um Timmy zu retten, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und wenn du hier hinten drückst, retten wir Timmy nicht und man kann das Spiel weiterspielen. Ja, alles in die Luft. Ich habe ja gesagt, wir wollen das Spiel retten. Wir wollen Timmy retten. Ja, dann rette Timmy. Komm. Dafür sind wir ja eigentlich hier. Hey, du, das ist jetzt gerade so unpassend. Komm mal her hier einfach, bitte. Ich bin doch da. Ja, müssen auch noch drücken. Aber wir müssen alle drücken. Müssen wir alle drücken? Ja. Ach so. Einer fehlt. Alter, wenn ich das Bild schon wieder sehe, will ich eigentlich Timmy nicht retten. Guck mal, da steht sogar mein Name. Blick, da steht sogar mein Name rechts oben. Du, das Alter passt nicht so ganz. Also, tatsächlich Alter nicht. Das geistige Alter passt. Ja, irgendjemand hat nicht gedrückt, ja. Oh, wer verkackt hier wieder? Also, bei mir ist 3 von 4. Ah, jetzt. Ich dachte eigentlich, ich hätte schon gedrückt, aber hat er irgendwie nicht akzeptiert. Lass ich den Weg drehen, ja. Ach, die Sequenz dürfen wir jetzt alle sehen, das ist aber schön.
Was haben wir damit jetzt getan? Ja, warte ab. Zu gucken. Jetzt kommt im Prinzip die Aufklärung von allem. Das war praktisch unser Absturz. Nee. Den haben wir jetzt abstürzen lassen, damit wir Timmy retten können. Am Anfang, als wir doch abgestürzt sind, ist doch so ein Kannibale gekommen und hat Timmy weg mitgenommen. Ja. Das war kein Kannibale, das war im Prinzip der Vater von dem Mädchen. Okay. Der hat das Flugzeug abstürzen lassen und hat dann da Timmy rausgeholt, um seine Tochter zu retten. Und das gleiche haben wir jetzt gerade auch getan. Ach so. Der brauchte quasi ein Kind, hat quasi willkürlich ein Flugzeug abgeschießt. Er brauchte, genau, er brauchte ein lebendes Kind. Mit dem toten Kind kann er nichts anfangen. Timmy glitscht ein bisschen. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Huh? Is he okay? Geht weiter. Das war's mit der Folge. Dann können wir bald Teil 2 anfangen, wa? Ja. Wenn er dann irgendwann rauskommt. Ah, es geht noch weiter mit Video. Mhm. Am Anfang wollen wir halt 2 eigentlich, ne? Das ist eine ganz schöne Schlampe, Timmy, hier. Das ist Timmy jetzt, oder was? Ja. Dafür haben wir ihn gerettet. Ja, jetzt bereue ich es noch mehr. Was? Ich nicht. Das ist doch perfekte Leben. Vor allem Borscht, das geht so. Ich glaube, wir sind noch so ein bisschen besessen. Wie kommst du denn da drauf? Das war's. Das war's.